Ich weiß, ihr wartet jetzt darauf, dass Anna euch Sachen aus Russland erzählt. Aber wenn in der EU etwas Schlimmes passiert, was unsere Arbeit erschwert, ja vielleicht sogar unmöglich macht, dann müssen wir dazu ein extra Video einschieben, gegen die Upload-Filter. Hallo! Ja, ihr habt richtig gehört. Heute wird es kein neutrales Video, so wie die Julia sie immer macht, sondern ich komme hier, um mich zu beschweren. Über die neue EU-Urheberrechtsreform und vor allem den Artikel 13. Der sagt aus, dass in Zukunft YouTube mit dafür haftet, was seine Benutzer an Dingen mit hochladen, die eigentlich anderen gehören. Das klingt erstmal gar nicht so schlimm. Aber YouTube, also Google, wird sich davor schützen, den Mist von anderen zu bezahlen. Die einzige Möglichkeit dafür sind Upload-Filter. Da werden die Videos nämlich nach dem Upload und vor der Veröffentlichung kontrolliert. Dazu muss jedes neue Video mit einer riesigen Datenbank komplett abgeglichen werden. Denn eigentlich muss Google ja echt jeden Film, jeden TV-Beitrag, jedes Video auf der Welt mit dem neu hochgeladenen abgleichen. Aus dem letzten Jahrzehnten. Wisst ihr, wie viele das sind? Wie lange das dann dauern kann, weiß noch keiner. Eine Stunde? Fünf Stunden? Ein paar Tage? Je nach dieser Dauer wird es dann schon schwer für News-Channels aktuelle Nachrichten über YouTube zu machen. Doch das ist nicht das größte Problem. Denn es trifft nicht alle Anbieter gleich. Mit großen Verlagen wird YouTube Verträge schließen, dass sie für ihr Zeug wieder selbst haften und sich von Upload-Filtern befreien. Die großen Medien haben also ab den Upload-Filtern einen schönen Geschwindigkeitsvorsprung. Doch das ist auch nicht das größte Problem. Denn der Filter, bei YouTube heißt er Content ID, arbeitet leider mit vielen Fehlern. Ihr habt vielleicht schon gelesen, dass er Satire oder Zitate nicht unterscheiden kann von echten Urheberrechtsverstößen. Das würde uns jetzt noch gar nicht so treffen. Wir verwenden hier nur, außer unserem eigenen Material, verlässliche Quellen, zum Beispiel den Kreml, die EU oder das Verteidigungsministerium. Trotzdem bekommen wir vom Content ID immer wieder die Meldung, dieses oder jene Szene würde irgendeinem TV-Sender oder Rechtsvertreter gehören. Wir machen dagegen dann Einspruch, nehmen mit denen direkt Kontakt auf und die ziehen dann meistens nach einer Woche oder so ihren Anspruch zurück, weil wir nachweisen können, wir nutzen das Material erlaubt. Ihr kriegt davon gar nichts mit, denn das Video ist zu sehen und nur die Geldgeber wandern bis zur Klärung auf ein Sonderkonto. Ein Copyright Strike hatten wir noch nie. Wir sind sauber. Nach dem Upload-Filter ist das Video aber trotzdem noch nicht online. Vielleicht sogar eine ganze Woche. Bis der Sender sich bequemt, YouTube zu sagen, dass es da einen Fehler gegeben hat. Bis solche News also dann online gehen, sind sie schon richtig alt. Und wer will bitte alte News sehen, die er bei den großen Medien schon vor einer Woche gehört hat? Niemand. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum viele große Zeitungen solche Fans von Upload-Filtern sind. Sie sind danach die einzigen, die noch gut News machen können. Die großen Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine und auch die CDU sind sogar solche Fans von Upload-Filtern, dass sie sogar behaupten, wer dagegen ist, muss von den USA ferngesteuert sein. Also das mit der Fernsteuerung kennen wir hier von Russland TV, aber anders, das macht doch sonst der hier mit seiner Trollfabrik. Ein Journalist hat sogar versucht nachzuweisen, dass hier viel Protest aus den USA kommt. Wie die Homepage übermedien.de herausgefunden hat, war nur die Software, die er dafür benutzt hat, kaputt und hat auch Leute in die USA verlegt, die definitiv in Europa leben. Und die Politiker, die für den Upload-Filter sind, halten sich für besonders schlau. Sie wollten eigentlich ihre Abstimmung im Europaparlament Ende März haben. Also wurden schon für den 21. März 21 Großdemos von diesen ferngesteuerten YouTubern angesetzt, die keine Upload-Filter haben wollen. Gestern verkündete dann überraschend eine Europaabgeordnete, die CSU möchte die Abstimmung vorziehen, damit sie zur Zeit der Proteste schon abgelaufen ist. Nicht, dass sich noch ein paar Politiker davon beeindrucken lassen, dass die Jungen in Europa gegen sie auf die Straße gehen. Gestern Abend gab es dazu schon Spontan-Demos und ich hoffe, die Proteste gehen weiter. Denn das kann keiner bestreiten, solche Upload-Filter können später ganz einfach zur Zensur bei YouTube verwendet werden. Was im Filter ist, kann nicht mehr hochgeladen werden. Das will natürlich angeblich keiner, aber gilt das für immer? Und für alle Länder? Ich sage, unternehmt etwas gegen den Upload-Filter. Beteiligt euch an Demos, schreibt euren Europaabgeordneten und tut das gleich. Sie werden plötzlich schnell, das durchzusinken. Und wenn dann Europawahl ist, überlegt euch gut, wen ihr wählt. Ab jetzt geht es bei uns bei Russland TV wieder neutral weiter.
Da oben gibt es die Videos von der Anna, falls ihr es heute vermisst habt. Abonnieren nicht vergessen. Tschüss! Чтоб духом не упали, а ну гуляй, вся русская земля!